So, meine Damen und Herren, hören Sie mich jetzt über das Mikrofon? Ach, ich sehe einen Daumen hoch und nehme das als positives Signal. Mein Name ist Maria Schulz und ich bin die Leiterin der Gedenkstätte hier in der Lindenstraße. Begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Abendveranstaltung, sowohl hier im Saal als auch an den Bildschirmen, denn wir übertragen diese Veranstaltung live via YouTube-Kanal der Gedenkstätte. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Bottin, ich begrüße Sie zu unserer ersten Vortragsveranstaltung in diesem Jahr anlässlich des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Diesen Gedenktag, einige von Ihnen wissen es, begehen wir seit 1996 hier in der Gedenkstätte, immer am 27. Januar jeden Jahres. Am 27. Januar 1945, heute vor 77 Jahren, wurde das Konzentrationslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Der Name Auschwitz ist zum Synonym geworden für millionenfachen Mord, für Folter und Giftgas, für Menschenversuche, für eine bis ins Ende durchgeplante Vernichtungsmaschinerie, für Unmenschlichkeit schlechthin. Wichtig ist aber auch an die anderen vielen Lager zu denken, wie Potsdamer Gerichte als Teil des NS-Terrors fungierten. Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit Angela Bottin, eine Expertin für dieses Thema, für heute gewinnen konnten und möchte Ihnen unsere heutige Vortragende ganz kurz vorstellen. Frau Bottin ist Publizistin und Juristin, hat Philosophie und Rechtswissenschaften in Freiburg studiert, für unterschiedliche Einrichtungen als Kuratorin, als Projektleiterin und Geschäftsführerin gearbeitet und ist seit 2012 in einer Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Bezirke der Freien und Hansestadt Hamburg beschäftigt. Neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit, und das interessiert uns nämlich viel mehr, widmet sich Angela Bottin seit Jahrzehnten zeitgeschichtlichen Forschungen, hält Vorträge, kuratiert Ausstellungen, unter anderem zur Frage von Regimegegnerschaft und Widerstand sowie Immigration und Exil in der NS-Zeit. Sie hat im In- und Ausland zur ja überaus komplexen Widerstands- und Verfolgungsgeschichte der Weißen Rose geforscht, ein kleines eigenes Archiv aufgebaut und zuletzt im vergangenen Jahr anlässlich des 100. Geburtstags von Hans Leipelt den Band Enge Zeit, Spuren Vertriebener und Verfolgter der Universität Hamburg publiziert, um jetzt nur eine ihrer vielen Publikationen zu benennen. Seit 2015 ist Angela Bottin zudem Mitglied im Beirat der Weiße Rose Stiftung. Herzlich willkommen in Potsdam, Frau Bottin. Ganz besonders herzlich möchte ich auch die Familie von Mirjam David begrüßen. Sie ist extra zu unserer heutigen Gedenkveranstaltung und auch zu diesem Abendvortrag aus Süddeutschland angereist. Herzlich willkommen, Frau Dr. Rauch. Herzlich willkommen. Und ja, es bewegt mich sehr, dass Sie heute hier sind. Schön, dass Sie da sind. Das bedeutet uns sehr viel. Vielleicht noch einen Hinweis zum Ablauf des heutigen Abends. Wir werden jetzt den Vortrag von Frau Bottin hören. Sie hat uns Bilder und Dokumente mitgebracht, die sie uns zeigen wird. Und im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit für Sie, hier im Saal Fragen zu stellen. Für diejenigen, die unseren Vortrag via Internet verfolgen, gibt es die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion in dem YouTube-Kanal auch Fragen an Frau Bottin zu formulieren. Die Fragen würde ich im Anschluss zusammentragen und Ihnen stellen. Und ich hoffe, dass Sie noch Zeit und Lust haben, noch mehr zu beantworten und noch mehr zu erzählen zu diesem spannenden Thema. Ich wünsche uns abschließend einen anregenden und informativen Abend. Ich bin sicher, es wird Sie bewegen. Bleiben Sie gesund und besuchen Sie bald unsere Veranstaltung wieder. Vielen Dank. Frau Bottin? Ja. Das ist Ihre? Ja. Jetzt ordnen wir noch mal einmal die... So, vielen Dank. Habe ich das jetzt eben richtig verstanden? Ich habe jetzt spreche tatsächlich wieder über das Headset. Sehr gut. Super, dann brauche ich das nicht. Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Guten Abend, liebe Frau Rauch.
Am heutigen 27. Januar, dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer der Nationalsozialisten, darf ich Ihnen hier in dieser Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße eine Frau vorstellen, die sich dem Nationalsozialismus widersetzte. Ihre Beteiligung an der Münchner Studentenrevolte, so einer der zeitgenössischen Begriffe für den Widerstand der Weißen Rose, aber ebenso die Verfolgung in ihrem Verwandtenkreis, kennzeichnen eine Lebensspanne, die sich nach meiner Überzeugung unserem Nachempfinden in der wirklichen Tiefe entzieht. Zusätzlich zu ihrer eigenen Ausgrenzung und Entrechtung als Halbjüdin im NS-Sinne durchlitt Miriam David in den Jahren 1943 bis zu ihrer Befreiung durch die amerikanischen Truppen im Mai 1945 Festnahme und Gestapo-Verhöre in München, die Hölle des Konzentrationslagers Ravensbrück, ihren Prozess vor dem Volksgerichtshof hier in Potsdam und wie ich gelernt habe in der Hegelstraße, also nicht hier, ein paar Meter entfernt. Und dann bekommt im Grunde genommen dieser Tag für uns alle auch eine ganz persönliche Dimension, wenn wir von dem Faktum hören und erfahren, dass ich Ihnen schildern möchte, wie Ihre Verwandten väterlicherseits sich in der Hauptsache nur durch die Flucht ins lateinamerikanische Exil retten konnten, aber einige engste Verwandte eben auch ihr Leben in Auschwitz verloren. Näheres im Folgenden. Die Chemikerin Miriam David hatte nach ihrer Befreiung letztlich nur noch 3 Lebensjahrzehnte vor sich. Ich möchte Ihnen ein bisschen aus diesem Leben auch anhand von Bildern, wie schon gesagt, vorstellen und werde meinen Vortrag so grob zu ihrer Orientierung nach diesen Aspekten entwickeln. Väterlicherseits wie mütterlicherseits sind Miriam Davids Wurzeln und Prägungen von bemerkenswerten und durchaus heterogenen Persönlichkeiten beeinflusst. Forschergeist, Naturverständnis und Aufgeschlossenheit für fremde Kulturen verbinden sich in unterschiedlichen Formen immer auch mit sozialer Verantwortung. Diese steht zweifellos in einer Wechselwirkung zu den religiösen Bindungen der Einzelnen. Neben dem jüdischen Weltverständnis findet sich ein lebensbestimmender Katholizismus. Großartige Voraussetzungen, wie ich meine, für ein selbstbestimmtes und vielseitiges Leben, zu dem von Kindheit an ihre katholische Erziehung mütterlicher Prägung gehört. Dieser Glaube wird die Existenz der hochbegabten Naturwissenschaftlerin bestimmen. Als Miriam David in der ersten Zeit nach dem Krieg Anträge auf Ausstellung eines Ausweises für ehemalige KZ-Insassen stellt, einer von vielen Anträgen, Erklärungen und Nachweisen in den vor ihr liegenden Nachkriegsjahren, benennt sie als nächste Verwandte ihre Mutter, Therese Ottmar, die Schwester ihrer Mutter und deren Tochter Charlotte, also Tante und Cousine von ihr, die auch in München lebten, Dr. Hedwig Reisert, genannt Tante Hete, eine Cousine ihres Vaters, Rahel Pelz mit dem Zusatz Buenos Aires, eine Schwester ihres Vaters und ihre Großmutter väterlicherseits, Clara David, auch mit dem Zusatz Aufenthaltsort Buenos Aires. Über diese Menschen und weitere Familienangehörige, die Miriam David wichtig waren und die ihr Leben mitprägten, ist bis heute wenig bis gar nichts zur Sprache gekommen. Umso mehr freue ich mich, dass ich wenigstens einige ihrer Wurzeln heute veranschaulichen darf. Ich habe Ihnen zunächst ein Fotoalbum aufgeschlagen, das sich erhalten hat und mit einigen Bildern uns eine Menge erzählt. Als ich dieses Bild von Miriam David, was wir in der Mitte sehen, aus dem Jahre 1922, das erste Mal sah, war ich sehr, sehr tief berührt. Ich sah
ein kleines, ein junges Menschenwesen vor mir und kannte ihre Geschichte, die noch kommen würde, und habe dieses Bild nie wieder aus meinem Gedächtnis verloren, bis heute nicht. Und auch dieses besondere Bild zu ihrer Mutter, das zu dem Zeitpunkt vor der Bibliothekswand im Hintergrund, zu diesem Zeitpunkt war es ja noch eine glückliche Familie. Der Vater Max David, wir sehen ihn hier mit der Geige, wir werden ihn auch noch näher betrachten. Und dann auf der anderen Seite auch nochmal diese außerordentlich junge Frau, nämlich Maria David Windstoßer, Miriams Mutter. Als Miriam am 25. November 1917 in der bayerischen Metropole geboren wurde, befand sich Deutschland im dritten Jahr des Ersten Weltkrieges. Miriams Vater, der Arzt Dr. Max David, war in seinem Beruf als tüchtig anerkannt, wie Miriam später einmal über ihren Vater schrieb. Inzwischen tat er als Stabsarzt an der Westfront seinen Dienst. Er war im September 1909 nach München gekommen, wo sein älterer Bruder Siegmund im selben Jahr schon eine Arztpraxis eröffnet hatte. Ich lasse während meiner weiteren Ausführungen einfach mal diese Impressionen zu Max David auf Sie wirken und möchte Ihnen darüber hinaus seine Familie vorstellen. Die Familie David aus Westerkappeln nahe Osnabrück an der holländischen Grenze stammte von dort und war vor allen Dingen keine Ausnahme in dem selbstverständlichen Patriotismus, der unter der jüdischen Bevölkerung damals allerorten herrschte. Es scheint, als wären die Brüder Siegmund und Max mit oder bald nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges an die Front gekommen. Dr. Siegmund David verlor bereits am 2. Oktober 1914 sein Leben für Deutschland. Es ist anzunehmen, dass sein Bruder Max die Praxis in München weiterführte. Noch konnte ich den Studienort der beiden nicht ermitteln, aber es gibt einen Hinweis darauf, dass es die Westfälische Wilhelms-Universität zu Münster sein kann, denn Miriam hat an einer bestimmten Stelle in ihren vielen Anträgen in der Nachkriegszeit darauf verwiesen, dass die Gestapo Münster nach 1933, sehr bald nach 1933, das Vermögen ihres Vaters beschlagnahmt hatte. Max David stammte aus einer traditionsreichen und verzweigten Familie jüdischen Glaubens. Seine Eltern Hermann David und Clara geborene Oster lebten in der Gemeinde Westerkappeln, dem Geburtsort von Max und seinen fünf Geschwistern. Nicht nur bei der Familie David, sondern insgesamt war die jüdische Bevölkerung nach meinem Eindruck durchaus integriert. Zweifellos gehörte der Kaufmann Hermann David als Inhaber eines Stoff- und Bettengeschäftes zudem mit einer Agentur für Auswanderungen nach Amerika befasst, zu den gut situierten Bürgern. Immerhin konnte er aus seiner wirtschaftlichen Situation heraus beide Söhne ein Medizinstudium finanzieren, das auch beide zielstrebig und erfolgreich absolvierten. Miriam David sollte allerdings nur zwei Jahrzehnte später auf dramatische Weise erleben, wie unbescholten und angesehene Menschen jüdischen Glaubens ihre Angehörigen von der NS-Politik zum Hassobjekt einer jüdischen Weltverschwörung verzerrt worden. Dass Siegmund David schon wenige Wochen nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs sein Leben verlor, war nur der Beginn von tragischen Leiterfahrungen. Bald darauf, auf den Tag genau, sollte es seinen Bruder Max treffen. Die Folgen einer Typhusinfektion, die der für seine Tapferkeit ausgezeichnete Mann erlitten hatte, führten am 2. Oktober 1919 dann auch zu dessen Tod. Max David wurde nur 28 Jahre alt. Tochter Miriam war noch nicht einmal zwei Jahre, als sie und ihre aus Ottobeuren stammende Mutter dieser einschneidende Schicksalsschlag traf.
Maria Johanna David, geborene Windstoßer, wurde Witwe mit 41 Jahren, nach nur 9 Jahren glücklicher Ehe mit ihm, gerade auch bei Publikationen nach dem Tode ihres Mannes. Humanistisch gebildet, reiste sie viel in Europa und sprach nicht nur Französisch, sondern ebenso Italienisch, Niederländisch und vielleicht auch noch mehr. Selbstverständlich die alten Sprachen, Griechisch und Lateinisch. Sie veröffentlichte auch in mehreren Sprachen. Aufschluss über die Gedanken- und Glaubenswelt der Mutter findet sich in Folgendem. In der Reihe Deutsche Mystiker im berühmten Kösel Verlag erscheint 1919 der Band 5 unter dem Titel Frauenmystik im Mittelalter. Es war der Verlag, in dem bis zum Verbot 1941 auch die katholische Monatsschrift Hochland erschien, dessen Gründer und Herausgeber Karl Muth in München Solln zu den engsten Vertrauten der Geschwister Hans und Sophie Scholl und deren Familie in Ulm zählen sollte. Die Kulturzeitschrift Hochland gehörte selbstverständlich auch zu den resistenten Gegenwelten von Mutter und Tochter David nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Viel Beachtung findet ihr 1929 erscheinendes Buch unter dem Titel Die Lieder der heiligen Hildegard von Bingen, deren Übersetzung aus dem Lateinischen sie mit einer aufschlussreichen Einleitung ergänzt. Dieser Band enthält ein Vorwort von Dr. Hugo Lang, einem engagierten Benediktiner der Abtei St. Bonifaz in München. Er würdigt die Arbeit von Maria David Windstoßer zur Wiederentdeckung Hildegard von Bingens als, ich zitiere, wertvollen Dienst an der Mitwelt, die sich eine so herausragende Persönlichkeit wie diese Heilige des 13. Jahrhunderts als Führergestalt neu erwerben müsse. Sie hat offensichtlich mit der Auswahl dieser Lieder und ihrer Einladung die Gefährdungen ihrer Zeit schon vorausgeahnt und hat auf ihre Weise versucht, dem etwas entgegenzusetzen. Als ich mich etwas näher mit diesem Buch befasste, fiel mir unwillkürlich ein, dass doch Hans Scholl und Alexander Schmorell dann 1942 in eben dieser Abtei St. Bonifaz in München intensiv die Bibliothek nutzten, um sich Gedanken zur Frage der Legitimation des Tyrannenmordes weiter bewusst zu machen, zu festigen und ihren Grundkonflikt, den wir heute vielleicht nicht auf den ersten Gedanken so verstehen, aber der Grundkonflikt dieser gläubigen Menschen, ob es zulässig sei, einen Diktator, einen Tyrannen zu ermorden. Es beschäftigt, diese Frage beschäftigt die Philosophie, die Rechtsphilosophie nun wirklich über Jahrhunderte. Aber zu ihrer aktiven Widerstandsarbeit, das sollte man sich auch deswegen bewusst machen, weil es auch meines Erachtens auf Miriam David zutrifft. Während sie in der Situation standen, haben sie wirklich ernsthaft sich die Auffassungen, die entwickelt worden sind in den Jahrhunderten davor, im Besonderen auch in der Beschäftigung mit Thomas von Aquin, versucht zu eigen zu machen und darüber nachzudenken. Und das ausgerechnet wieder an dem Ort, und so ist es an vielen Beispielen dieser Lebensgeschichten von Menschen, die sich im Zweifel vielleicht begegnet sind, aber sich persönlich nicht kannten im eigentlichen Sinne, wie hier Miriam David und Hans und Sophie Scholl. Aber die Orte erzählen uns Ost. Und dieses Landgut ging 1907 in das Eigentum der Familie Windstoßer über. Während der Zeit, über die wir hier jetzt reden, lebte dort eine Cousine von Miriams Mutter, verheiratet mit einem Niederländer. Hetty Windstoßer, Hedwig, aber auch Hetty genannt, war bereits 1877 in Rotterdam geboren und ein Jahr später älter als ihre deutsche Cousine Maria David Windstoßer. Man kann wohl sagen, dass in Eikenhorst mit seiner Nähe zu den Weißen Schwestern in Esch ein Grundstein für Miriams katholische Gläubigkeit und ihre darin gründende Lebensführung gelegt wurde.
Und dazu ein neuer Eindruck aus dem Jahre 1924. Ich hatte vor noch gar nicht so langer Zeit, nämlich im letzten Sommer, die Gelegenheit, diesen erhaltenen Silberbecher im Hause Rauch zum ersten Mal zu sehen. Und das Besondere ist aus meiner Wahrnehmung die Widmung, die Miriams Mutter in holländischer Sprache hat eingravieren lassen. Und dieser Zusammenhang mit den weißen Schwestern hat mich natürlich auch weiter beschäftigt. Und im selben Jahr 1924, dann zum 7. Geburtstag, das ist für mich ein zweites Foto von nicht zu überschätzender Aussagekraft. Die Art und Weise, wie sich die siebenjährige Miriam hier in den Schutz ihrer Mutter gesetzt, gekuschelt hat, hat mich immer wieder erinnert, wenn ich ihre Station auch noch einmal jetzt für diesen Vortrag mir deutlich machte, die 1943 für diese junge Frau begann. Und man kann feststellen, aufgrund eigener Äußerungen von Miriam David in den ersten Nachkriegsjahren, dass ihre Mutter im sprichwörtlichen Sinne Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um ihrer Tochter dieses Schicksal in irgendeiner Form zu erleichtern. Und dafür ist für mich eben dieses Bild eine Art Aussage. Nun, die Missionsschwestern unserer lieben Frau von Afrika, nach ihrem Ordensgewand auch Weiße Schwestern genannt, stellen seit Gründung des Ordens ihr Leben in den respektvollen Dienst für die afrikanischen Menschen und wirken für einen Dialog mit den Religionen. Das Geschenk der Mutter, dieser Silberbecher, hat aus meiner Sicht auch einen programmatischen Hintergrund, der sich aus diesem Selbstverständnis und der Beschäftigung mit den weißen Schwestern von Mutter und Tochter zweifellos ergibt. Ich sagte schon, dass im Jahre 1930 Miriam Davids Firmung stattfand, und zwar in der Stadtpfarrkirche St. Ursula am Kaiserplatz in München-Schwabing. Diese katholische Kirche ist nicht einmal 100 Meter von der Wohnung Friedrichstraße 20 entfernt, in der Mutter und Tochter lebten. Dieser Ort hat sogar einen Platz in der Topographie der Weißen Rose, denn er sollte auch für Willi Graf und Alexander Schmorell 1943 besondere Bedeutung gewinnen. Für Miriam blieb St. Ursula selbst nach 1945 ein Rückzugsort. Miriam David hat nicht nur früh ihren Vater verloren. Bei ihrer Geburt lebten auch die Großeltern mütterlicherseits schon nicht mehr. Und es sollte nicht lange dauern, bis ihre Angehörigen väterlicherseits zum willkürlichen Objekt der nationalsozialistischen Rassenideologie werden sollten. Hier überschneiden sich die Lebenserfahrungen von Miriam David und Hans Konrad Leipelt auf ganz besondere Weise. Hans Konrad Leipelt, der Chemiestudent in München, der Miriam David, die etwas älter war als er und auch schon weiter, 1942 im Sommer traf und der dann später der Hauptangeklagte in dem Prozess gegen insgesamt 9 Personen sein sollte. Professor Heinrich Wieland hatte sowohl Miriam David als auch Hans Leipelt und einer ganzen Reihe von weiteren Menschen einen Hort der Anständigkeit, wie es einer dieser so geschützten Menschen, Männer jüdischen Glaubens, einmal genannt hat. Er gab Mischlingen ersten Grades, in Anführungszeichen, die Möglichkeit, ihr Studium fortzusetzen oder ihre wissenschaftliche Arbeit. Bei beiden, bei Miriam David und bei Hans Konrad Leipelt, zählt die Konfrontation mit dem menschenverachtenden Unrecht in der NS-Diktatur zu den Treibern ihrer Widerständigkeit, die für Miriam David, so scheint es mir, auch eine selbstverständliche Folge ihrer Glaubensüberzeugungen war. Die frühen Eindrücke vom Wirken der Ordensgemeinschaft der Weißen Schwestern
stehen denn auch beispielgebend in einem fundamentalen Gegensatz zur Ideologie der Herrenrasse, wie sie von den Nationalsozialisten zur praktizierten Staatsdoktrin erhoben wurde. Dass die Ereignisse der Reichspogromnacht im November 1938 müssen für das die fast volljährige junge Frau die politischen Absichten der NS-Diktatur noch schockierender entlarvt haben, als es auch die sie selbst erfahrenen Nürnberger Gesetze zur Reichsbürgerschaft schon getan hatten. Ich glaube nicht, dass wir, die wir uns heute nach vielen Jahrzehnten an die Ereignisse nach 1933 erinnern, wirklich verstehen oder nur nachempfinden können, was für die jüdischen Mitmenschen binnen kürzester Zeit zur unabwendbaren Realität wurde. Was aber möglich bleibt und bis heute vielfach nur unzureichend geschieht, möchte ich hier am Beispiel des Lebens und Leidens von Miriam David versuchen aufzuzeigen. Ich möchte Ihnen die tiefgreifenden Veränderungen in der Gemeinde Westerkappeln vergegenwärtigen, die seit Generationen bereits Heimat für die meisten Vorfahren und Angehörigen ihres Vaters wie für ihn selbst gewesen war. Ebenso für Miriam war Westerkappeln ein emotional geprägter Ort, den sie von Besuchen, wie wir jetzt wissen, mit ihrer Mutter oder auch durch eigene Aufenthalte während ihrer Jugend allein gut kennengelernt hatte. Ich stütze mich bei den Darstellungen zu Westerkappeln auf eine sehr beeindruckende Regionalstudie, die ich mehr oder weniger zufällig erst vor kurzem gefunden habe und die von Gertrud Althoff verfasst worden ist. Die zeitgeschichtlichen Verknüpfungen mit dem jüdischen Familienkreis der Davids heute kurz vorzustellen, ist auch deswegen wichtig, weil aktuell der 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz medial überaus präsent ist. Ich muss hier sicherlich nicht wiederholen, für was dieses Datum und der Ort tatsächlich bedeutet. Sie haben wahrscheinlich auch den sehr eindrucksvollen Film dieser Tage gesehen. Aber hier muss man noch mal festhalten, dass die Vorstellung, erst mit dem Gesamtplan in Anführungszeichen im Jahre 1942 sei die Verfolgung und vor allen Dingen die physische Vernichtung in der Hauptsache der jüdischen Bevölkerung in Europa hätte ihren eigentlichen Anfang genommen. Wer das meint, unterschätzt einfach die Schritte, die Maßnahmen, die staatlichen Eingriffe, die bereits 1933 begannen, mit den Boykottmaßnahmen gegen jüdische Geschäfte im April und sich dann über die Nürnberger Gesetze vom September 1935 eben bis zu jenem Reichspogromereignis im November 1938 aufbauten. All jene rechtsgrundlosen, auf dem Boden kruder Gedankengespinste gewachsenen politischen wie staatlichen Willküreingriffen wurden von einer teilweise fanatisierten Bevölkerung aus unterschiedlichen Motiven mit Begeisterung unterstützt und zum eigenen Nutzen ausgelebt. Auch das lernen wir an dieser Familiengeschichte. Niemand von Miriams Verwandten, ob älter oder noch jung, war davon ausgenommen. Ein kleines, aber bezeichnendes Beispiel aus den Mitteilungen von Zeitzeugen möchte ich nennen. Es traf schon früh die jüdischen Schulkinder in Westerkappeln, darunter auch die Cousinen und Cousins von Miriam, mit denen die gleichaltrigen Arier nicht mehr spielen sollten. Am Gemeindeteich, Bullerteich genannt, errichtete die dortige NS-Parteiorganisation gleich 1933 ein großes Plakat mit der Aufschrift: Für Juden ist das Bad zu rein, geht an den Nil, da ist es fein. Die jüdische Gemeinde in Westerkappeln war eher klein, seit sie im 18. Jahrhundert entstand. Heute ist es der jüdische Friedhof, der auf seine Weise persönliche Geschichten von Menschen erzählt, deren Kinder und Kindeskinder den Verfolgungs- und Vernichtungsmaßnahmen der Nationalsozialisten ausgesetzt sein sollten.
So ist es etwa mit dem erhaltenen Grabstein von Hermann David, Miriams Großvater. Ich gehe davon aus, dass die 8-jährige Enkelin zusammen mit ihrer Mutter an der Beisetzung des am 15. Dezember 1925 Verstorbenen auf dem jüdischen Friedhof an der Osnabrücker Straße teilgenommen hat. Hermann David war das jüngste von immerhin 10 Kindern der Eheleute Samson David und Friederike. Schon die Urgroßeltern von Miriam David wurden auf diesem Friedhof bestattet. Auch ihre Grabsteine mit hebräisch und deutschen Inschriften, wie bei ihrem Sohn Hermann, sind in gutem Zustand erhalten. Über Samson David heißt es in deutscher Übersetzung der hebräischen Inschrift unter anderem: Hier ruht ein Mann von Gottvertrauen, gerecht und aufrecht, gottesfürchtig, mied er das Böse, vollbrachte Gerechtigkeiten alle Zeit. Seine Seele ist eingebunden in den Bund der Lebenden. Das ist der Grabstein von Miriams Großvater und auch er hat eine ähnlich bewegende Inschrift. Hier ruht ein wohltätiger, aufrechter Mann. Er ging lauter den Weg der Guten. Gutes tat er seinen Nächsten und Fremden. Seine Seele sei eingebunden im Bund der Lebenden. Für mich sind diese Inschriften bewegende Zeugnisse über die Vorfahren von Miriam David. Verbinde ich diese mit Erzählungen ihrer Tochter Franziska Rauch in unseren Gesprächen über ihre Mutter, dann erschließt sich mir die Weiterwirkung dieser integren Persönlichkeiten in der Enkelin und Urenkelin. Schlüsselworte sind dabei: aufrecht, lauter, gerecht. Hermann David musste das Unfassbare nicht mehr erleben. Seiner 1863 geborenen Witwe Clara, Miriams Großmutter hingegen, stand nach der Etablierung der NS-Diktatur im Deutschen Reich noch eine Odyssee im hohen Alter bevor, in eine für sie völlig fremde Kultur und sicherlich auch ohne Sprachkenntnisse. Als ihr Mann starb, hatte sie bereits 2 ihrer gemeinsamen Kinder überlebt. Ihre Tochter Rahel, die ich schon erwähnte, aufgrund der Auskünfte von Miriam David, hatte mit ihrem Ehemann und ihrem 4-jährigen Sohn Arthur, einem Cousin von Miriam, übrigens in Potsdam gelebt, als sie 1915 ihren Mann, auch sie, auf den französischen Schlachtfeldern verlor. Mit ihrem zweiten Ehemann allerdings, Paul Pelz, entschloss sie sich schon vor 1933 nach Brasilien auszuwandern. Die Familie David Pelz baute sich eine neue Existenz mit wirtschaftlichem Erfolg auf. Dieser Schritt in die Ferne sollte zu einer Art Rettungsanker für einige ihrer nahen Verwandten in Westerkappeln werden. Sie konnten es schaffen, eine weitere Schwester, Martha David, mit ihrer Familie zunächst nach Brasilien zu holen, kurz nach 1935. Und, das war der letzte Schritt, die dritte Schwester, Emma David, die einen Niederländer geheiratet hatte, Levi van Esso, der allerdings schon 1934 plötzlich an einem Herzschlag verstarb und es heißt, dass er dem ungeheuren Druck durch die Folgen des gezielten Judenboykotts im April des Jahres zuvor, dem auch das Geschäft des Großvaters und nun von Tochter und Schwiegersohn ausgesetzt gewesen waren. All das hinterließ entsetzliche Spuren. Seine Witwe musste das Traditionshaus schließlich 1936 an einen arischen Konkurrenten verkaufen. Durch ihren Ehemann besaß sie allerdings die niederländische Staatsangehörigkeit, sodass sie mit ihren 3 minderjährigen Kindern, Sigmund, Max und Richard, und eben mit ihrer Mutter, Miriams Großmutter, der betagten Clara David, zunächst Zuflucht in Holland suchte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Verbindungen auch von Maria
David Windstoßer in dieses Land durch eigene Verwandte dazu beigetragen haben, dass dieser erste Exilschritt überhaupt gelingen konnte. Im April 1940, nicht lange vor dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in die Niederlande, ließen diese fünf Menschen, Emma mit ihren drei Kindern und ihrer Mutter, alles, was sie besessen hatten und was ihnen wichtig war, zurück und emigrierten mit Hilfe von Schwager und Schwiegersohn Paul Pelz nach Argentinien. In Lateinamerika trafen immerhin drei der Schwestern David und ihre Mutter Clara nach wechselvollen Jahren wieder zusammen. Emma jedoch starb schon drei Jahre später. Clara David überlebte ihren Mann Hermann um 22 Jahre und fand fernab von Westerkappeln in Buenos Aires ihre letzte Ruhestätte. Ihr Tod am 29. Juli 1947 war ein Sterben in Freiheit. Ob Clara David, als sie mit 80 Jahren starb, noch erfahren hatte, was ihrer ältesten Tochter Bernardine und deren Familie und ihrer Enkelin Miriam, der einzigen Tochter ihres so früh verstorbenen Sohnes Max, widerfahren war, ist nicht bekannt. Während des holländischen Exils bis zum April 1940 hatte es noch Begegnungen unter den sich nahestehenden Menschen gegeben. Miriam beherrschte inzwischen sicherlich auch die Sprache. Dass Miriam nach ihrer eigenen Befreiung erfuhr, wo und wie ihre Großmutter inzwischen lebte, steht außer Frage aufgrund ihrer eigenen Hinweise. Nach ihren Angaben, auch wieder in diversen Fragebögen, wissen wir, dass Miriam David allerdings um das furchtbare Schicksal ihrer Tante Bernardine David und deren Familie wusste, und zwar unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die älteste der sechs David-Geschwister hatte den Tierarzt und Leib- und Lehrer an der Westerkappelner Landwirtschaftsschule Dr. Theodor Block geheiratet. Ihre Geschichte, die von Bernardine, ihrer gemeinsamen Tochter Dr. Hilde Block, ihrem Schwiegersohn, dem Juristen Dr. Ewald Rosenthal, ihrem Enkel, dreijährigem Enkelsohn Daniel Rosenthal. Sie alle wurden nach der Besetzung der Niederlande, also wenige kurze Zeit nach ihrem dort gefundenen Exil, mit anderen geflohenen Juden aus Österreich und Deutschland im Durchgangslager Westerbork bei Groningen interniert. Von dort aus organisierten die deutschen Besatzer ab Juni 1942 die Deportationszüge in die Vernichtungslager im Osten. Doch qualvolle Jahre in Unfreiheit und Ungewissheit gingen diesen seit 1940 voraus. Hilde Block-Rosenthal wurde zusammen mit ihrem dreijährigen Sohn Daniel am 10. Oktober 1942 in Auschwitz-Birkenau vergast. Ihre Eltern erfuhren dasselbe Schicksal erst zwei Jahre später, nachdem sie 1943 zunächst von Westerbork nach Theresienstadt deportiert worden waren. Und Ewald Rosenthal, ihr Schwiegersohn, wurde noch am 10. Februar 1945 im KZ Buchenwald erschlagen. Miriam David wird schon in einem Nachkriegsfragebogen vom 6. Oktober 1945 auf die Frage, haben Sie Tote zu beklagen, die Ermordung ihrer Verwandten dokumentieren. Sie wird es von ihrer Mutter erfahren haben, daraus lässt sich schließen, wie genau Maria David Windstoßer über die unvorstellbaren Geschehnisse im jüdischen Verwandtenkreis ihres verstorbenen Mannes auch während der Haft ihrer Tochter Bescheid wusste und wie eng die Familienbünde tatsächlich gewesen waren. Dieses beleuchtet einmal mehr, dass die Plattitüde »Wir haben nichts gewusst« im Nachkriegsdeutschland eben überhaupt nicht der Wirklichkeit entsprach. Doch im Zweifel musste auch Miriam David in der Zeit nach 1950 sich mit dieser Haltung in unserem Land konfrontiert sehen.
Die Herkunft von Miriams Großmutter Clara David führt noch zu einer weiteren Aufklärung, nämlich zu Dr. Hedwig Reisert, die für Miriam David eine große Rolle gespielt hat. Auch dieser Name, ich hatte es genannt, stand in dem, er hier Geburtsname sagt, war die Tochter von Rosa Oster, wiederum einer Schwester von Miriams Großmutter. Und fast paradoxerweise heiratete Hedwig einen jüdischen Arzt, Dr. Alfons Reisert, lebte mit ihm in und der Praxis auch in München. Und es war dieser Alfons Reisert, der von früh an um den Ihnen sicherlich bekannten Jesuitenpater Pfarrer Alfred Delp noch am 2. Februar 1945 nach dem Todesurteil hier in Berlin Plötzensee ermordet. Zwischen diesen Menschen und einem weiteren regimekritischen unterstützenden Widerstandskreis um Alfred Delp gab es bereits Verbindungen. Und diese Verbindungen führen dann erneut und überraschenderweise zu den Geschehnissen der Weißen Rose in ihrem initialen Zusammenhang. Denn der Bruder dieses Arztes, Dr. Franz Reisert, ein bekannter Strafverteidiger in Augsburg, der schon eine Reihe von NS-Gegnern und Verfolgten vor Gericht vertreten hatte und für manche sogar einen Freispruch erreicht hatte, wurde ebenfalls mit Alfred Delp, Helmut James, Graf von Moltke, Eugen Gerstenmeier hier in Berlin dann im Januar 1945 vor den Volksgerichtshof gebracht, vor Roland Freisler, wurde allerdings zum Glück, kann man sagen, nur zu einer Zuchthausstrafe von 5 Jahren verurteilt. Aber im Sommer 1943, als die beiden ersten Prozesse gegen die Weißen Rose im Februar und im April bereits mit ihren 6 Todesurteilen stattgefunden hatte, folgte ein dritter Prozess, allerdings nicht vor dem Volksgerichtshof, sondern vor einem Münchner normalen Gericht. Und in diesem Prozess gegen Manfred Eickemeyer, gegen Harald Dorn, den Schwiegervater von Christoph Probst, in diesem Prozess war ein Ulmer Kunstmaler, befreundet mit den Scholls, angeklagt wegen der Nichtanzeige der Flugblattaktionen in München. Und auch diesen Mann konnte Dr. Reisert erfolgreich vertreten. Dies ist für mich ein ganz ungewöhnliches Beispiel, denn Sie müssen sich vergegenwärtigen, in diesem Jahr 1943, wo im Zuge der Münchner Studentenrevolte Professor Kurt Huber als einziger der älteren Generation, aber immerhin 5 Studierende mit großer Öffentlichkeitswirkung zum Tode verurteilt waren, dass es ein Strafverteidiger schaffte und vor allen Dingen sich auch diesem eigenen Risiko unterzog, jemanden zu verteidigen, der eben diese Aktionen, diese Widerstandsaktionen angeblich, und natürlich war er eingeweiht, nicht angezeigt hatte und dafür nun büßen sollte. Diese Tatsache, dass das möglich war im Dritten Reich, lässt natürlich auch den Schluss zu, was viele andere unterlassen haben. Ich komme nochmal zu den besseren Stationen von Miriam David zurück. Sie hat am bekannten Luisengymnasium, das, wie ich jetzt gelernt habe, sein 200-jähriges Bestehen in diesem Jahr feiert. Dort hat sie 1938 ihr Abitur abgelegt und der Schulleiter jener Zeit, Dr. Jobst, war in der Tat ein Nationalsozialist der ersten Stunde. Dennoch hat er ihr eine sehr, sehr gute Beurteilung geschrieben. Er muss wohl besonders beeindruckt gewesen sein von seiner Schülerin. Aber man merkt die Terminologie und das entlarvt diesen Mann, der
Miriam David als in jeder Beziehung zuverlässig und brauchbare Schülerin tituliert. Ich muss das sicherlich nicht weiter kommentieren. Nach dem Ableisten des verpflichtenden Reichsarbeitsdienstes konnte die junge Frau im November 1938 in diesem so schrecklichen Monat für ihre nahen Verwandten in Westerkappeln ihr Studium der Chemie an der Universität in München aufnehmen. Hatten die Nürnset 40, bestand Miriam das Vorverbandsexamen. Und das ist jenes Wort, liebe Frau Rauch, was wir in der persönlichen Widmung, die ihr großer Lehrer, Nobelpreisträger Heinrich Wieland, ihr dann in seinen Gattermann, also das Standardwerk für Chemiker, und er hatte es fortgeführt, schenkte. Und dieses eine Wort da oben heißt Verbund. Also das, ich wäre nicht darauf gekommen, aber durch eine andere Anmerkung in einem Fragebogen konnte ich das jetzt entschlüsseln. Und der Zusatz wertvoll mit dem R, das erklärt sich aus der Einordnung, die Reinhold Reiter, der spätere Mann von Miriam David, wohl gemacht hat, als er die Fachliteratur seiner verstorbenen Frau noch einmal sichtete. Als Miriam David ihr Studium abschloss, war sie ganze 25 Jahre alt. Sie hat in einer beeindruckend schnellen Zeit und wie könnte es anders sein, natürlich mit Auszeichnung in jeder Hinsicht dieses Studium absolviert. Doch es war nicht allein dieser einflussreiche Professor, der das ungewöhnliche Potenzial der jungen Wissenschaftlerin einzuschätzen wusste. Es war eben auch der jüngere Klaus Clusius. Und bei diesem Physikochemiker konnte Miriam David dann ihre Dissertation vorbereiten. Die allerdings, als sie im November 1943 verhaftet wurde, kurz vor der Vollendung stand. Und, das ist das Tragische, es sind natürlich Arbeiten, die nicht nur das Wort brauchen, sondern Versuchsanordnungen. Und mit der Bombardierung auch dieses Instituts, dieses Gebäudes in München, gegen Ende des Krieges, war alles das nicht mehr existent, als sie nach 1945 mit Hilfe von Professor Clusius und auch Professor Wieland anknüpfen wollte an ihr Leben davor. Sie hat es im Ergebnis nicht schaffen können, und dass sie es nicht schaffte, erklärt sich in den folgenden Leidensstationen dieser jungen Frau. Der Begriff die weiße Rose ist ein Begriff, der 1952 durch das gleichnamige Buch von Inga Scholl sich etabliert hat und zu einer weltweiten Marke geworden ist. Aber man kann, wenn man darüber nachdenkt, wer war beteiligt und wer war wie beteiligt, natürlich nicht in Dokumenten und Quellen nach dem Begriff weiße Rose suchen, weil dann nur 4 Flugblätter genannt werden. Das, was sich immer wieder findet und eben auch bei Miriam David, ist die Festnahme im Zusammenhang mit der Scholl-Revolte. Ein weiterer zeitgenössischer Begriff, allerdings aus Gestapo-Sicht. Miriam David im Geflecht der Weißen Rose, hatte ich diesen Punkt genannt. Und ich möchte Ihnen hier etwas zeigen, was man heute natürlich auch wohl nicht mehr kennt, das furchtbare Instrument des sogenannten Schutzhaftbefehls, den die Gestapo in eigener Verantwortung ausstellen konnte. Und ich habe Ihnen die tatsächliche Farbe dieser entsetzlichen DIN A4 Seiten ist wohl am ehesten in diesem merkwürdigen Rot bei Maria Leipel zu sehen. Also allein das Dokument war schon eine Demonstration. Und dieses Dokument habe ich vor anderthalb Jahren
im Nachlass des Sohnes von im Nachlass von Maria Leipelt in Boston gefunden. Also dieser Schutzhaftbefehl hat aus unerfindlichen Gründen tatsächlich dann mit Miriam Maria Leipelt, der Schwester von Hans Conrad Leipelt, den Weg in die USA gefunden. Was wichtig ist in diesem Zusammenhang, sind die fast standardisierten Begründungen, die eben bei all denen, die verhaftet worden sind im Kontext von Hans Conrad Leipelt und nicht mehr im Blick auf die initialen Personen, finden wir den Vorwurf eigentlich der Unterstützung der illegalen KPD. Also es ist bei dem, was ich Ihnen schon berichtet habe, schwer vorstellbar, dass Miriam David die illegale KPD unterstützen wollte. Was legitim gewesen wäre, hätte sie es gewollt, aber es ist nicht Teil ihrer Persönlichkeit gewesen. Und das gilt für alle anderen Beteiligten auch. Es war ein Schachzug, den die Gestapo in vielen Fällen auch in Hamburg praktiziert hat, weil die einfachen Gedankengänge unter Beweis stellen. Sie haben bestimmt den Begriff vielleicht schon mal selbst verwandt, aber Sie haben ihn gehört. Kennzeichnet im Grunde das Vorgehen. Nicht beweisen, sondern unter Beweis stellen. Man hat den Beweis schon und schiebt das, was man dazu ordnen will, darunter. Ein sehr entlarvendes Wort, das wir heute in unserem Wortschatz vielleicht doch sorgfältiger nicht mehr verwenden sollten. Aber auf dieser Grundlage war es dann in der Vorstellung des jüdisch-bolschewistischen nicht mehr weit eigentlich zur Organisation einer Partei, jedenfalls in dem wirklich etwas naiven Verständnis, aber brutalen Verständnis der Gestapo. Und so hat sich eine Vorstellung unter Historikern und vielen anderen entwickelt, die diese Personen eigentlich überwiegend in einen in dieser Art motivierten Widerstand gerückt haben und sich nie damit befasst haben, ob das überhaupt den Realitäten und den Personen entsprach. Daran ein bisschen mitzuwirken, versuche ich seit vielen Jahren. Ich halte es auch für sehr, sehr wichtig, weil aus dieser Art der Interpretation so eine zweiklassenweiße Rose entstanden ist. Es gibt die Christlichen, das sind Hans und Sophie Scholl, das ist Willi Graf, das ist Christoph Probst, auch natürlich Kurt Huber. Und dann gibt es diese Linken, die man nicht weiter betrachten muss, die ja eigentlich Kommunisten waren. Das darf nicht unser Verständnis und unsere Geschichtsschreibung der weiteren vor uns liegenden Zeit werden. Selbst sehr bekannte Historiker, Antisemitismusforscher wie Wolfgang Benz haben sich auf diese wenig quellenkritische Interpretation eingelassen. Und ich halte das für unverantwortlich, weil es den Menschen in ihrer eigenen, in ihrem Selbstverständnis, in dem, was sie taten und bewirken wollten, einfach nicht gerecht wird, geschweige denn daraus eine Rangordnung von Personen abzuleiten. Miriam David hat über die Gründe ihrer Verhaftung keine Erinnerungsbücher oder Erinnerungsberichte und auch dergleichen mehr geschrieben. Im Gegenteil. Sie hat in ganz kurzer Form, und das ist ein für uns jetzt wieder sehr, sehr wichtiger Punkt dieser merkwürdigen zahlreichen Fragebögen, sie hat zunächst geschrieben, ich zitiere, Nichtanzeige und Unterstützung einer staatsfeindlichen Tätigkeit und setzte in Klammern hinzu im Anschluss an die Studentenrevolte 1943. Da ist es wieder, das, was uns auch lenken sollte in den Recherchen. In einer weiteren Stellungnahme wird sie etwas konkreter und diese Aussage bis heute an keiner Stelle rezipiert, gibt uns eigentlich Aufschluss auch über ihre Rolle in diesem Personengeflecht. Ich zitiere ein weiteres Mal. Verurteilt vom Volksgerichtshof Potsdam am 12.12.44 wegen Beihilfe zur Feindbegünstigung.
Es handelte sich um die Nichtanzeige und Verbreitung des Flugblattes Kommilitonen, Kommilitoninnen, welches von den Geschwistern Scholl und anderen im Frühjahr 1943 verbreitet wurde. Ferner um eine Abschrift der Gießler-Rede vom Januar 1943 im Deutschen Museum, um ein englisches Flugblatt Die andere Seite, Schriften von Bert Brecht, Tucholsky, Thomas Mann und anderen, welche ich erhalten und nicht angezeigt habe. In dieser Beschreibung fasst sie, ohne den Namen Hans Leipel zu nennen, zusammen, was sie ausgetauscht hatten, was er insgesamt unter den Studierenden und unter allen anderen, die er aufklären wollte, versuchte, nämlich eine andere Gedankenwelt in die Köpfe zu bringen, um den Nationalsozialismus zu entlarven. Die Gießler-Rede, dahinter verbirgt sich eine geradezu obszöne Veranstaltung, auf der der Gauleiter Gießler in München im Januar 1943 im Deutschen Museum die Studentinnen aufgefordert hatte, so mehr oder weniger, sie sollten sich nicht in den Hörsälen herumdrucken, sondern dem Führer Kinder schenken. Und das hatte zu einer ziemlichen, zu einem ziemlichen Aufruhr in der Studentenschaft in München geführt. Und dieses hatten im Grunde genommen auch die Geschwister Scholl sicherlich, wie auch Miriam David und Hans Leipelt und viele andere aus diesen widerständigen Kontexten, als Signal gewertet, dass doch etwas im Aufbruch war. Und so erklärt sich auch dieser überlieferte Spruch von Sophie Scholl, das wird Wellen schlagen. Dass es das nicht getan hat, sondern nur bei einigen wenigen, gehört zu den fatalen Weichenstellungen unserer Geschichte. Miriam David hat in diesen wenigen Zeilen genau das Gegenteil dokumentiert, was man bis heute von ihr sagt. Sie habe ein Flugblatt von Hans Leipelt bekommen, aber es gleich wieder zurückgegeben. So kurz zusammengefasst. Und insofern sei auch diese milde Strafe sicherlich durchaus berechtigt. Diese Interpretation verkennt fundamental, wie ängstigt worden, weil dort auch andere wissenschaftliche Angestellte wie auch Techniker, die ähnlich wie Wieland zu den Unterstützern und der Verfolgten und vor allen Dingen zu den Gegnern des Nationalsozialismus gehörten, die doch eine beachtliche konspirative Tätigkeit entfalten konnten, die ich versuche nach und nach wie in einem Mosaik immer weiter zu dokumentieren, weil sie zeigt, dass eben die Erläuterungen, die ich eben gemacht habe zu der Einordnung dieses Widerstandes, mehr als unzulänglich sind. Dass Miriam David und Hans Leipel, wie auch einige weitere, eigentlich überhaupt nicht in das öffentliche Bewusstsein gekommen sind, hängt natürlich auch für Miriam David damit zusammen, dass sie einen abgetrennten Prozess bekam. Ich erkläre gleich noch die Hintergründe. Doch zunächst einmal wenigstens ein sicherlich schwerfallender Blick auf diese Monate, die Miriam David aus reiner willkürlicher Entscheidung, die die Gestapo getroffen hatte, denn sie war inzwischen nach den Vernehmungen in das vom Polizeigefängnis in München in der Haftanstalt, die später auch der Todesort von Leipelt werden sollte, nämlich München-Stadelheim. Nur sie und ein Mitangeklagter, nämlich Ernst Holzer, wie sie Halbjude, wurden Miriam David nach Ravensbrück und Ernst Holzer in das KZ Buchenwald verschleppt. Und was auch noch nicht so lange bekannt ist, ist die Tatsache, dass eben im August 1944 sie an Paratyphus erkrankte. Und wenn wir uns einen Moment vorstellen, dass ihr bewusst war, dass ihr Vater an dieser Krankheit, an den Folgen dieser Krankheit gestorben war, und das verbinden mit den Vorstellungen, die wir von der Hölle von Ravensbrück haben, dann, das meinte ich, dass wir in der Tiefe
nie begreifen werden, was sich in diesen Schicksalen ereignet hat und was auch an Überlebensleistung Miriam David wie andere, aber hier an diesem Beispiel, was sie an Lebensleistung vollbracht haben, indem sie überhaupt durchstanden, was ihnen Entsetzliches passierte. Und dass später in der Nachkriegszeit in ihrem Kampf um eine kleine Rente für die Entschädigung über viele Jahre, mehr als ein Jahrzehnt, diejenigen, die auch vor 1945 schon als Ärzte, Gutachter und in anderen Funktionen Beamte eines breiten Spektrums Verantwortung getragen hatten, wollten natürlich von diesen Dingen nichts wissen. Und Sie können sich vorstellen, wie demütigend und mit neuem Leid verbunden solche Instanzenwege gewesen sein müssen, die auch, nicht nur, aber auch Miriam David trafen. Um das Thema der Verflechtung mit der Weißen Rose abzuschließen, möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, auf den mich auch Frau Rauch gebracht hat vor längerer Zeit. Und der illustriert wieder diese Fäden, die ich meine, die irgendwie in der Luft sind und die zueinander wollen. Es handelt sich dabei um die Schreibmaschine, mit der alle 6 Flugblätter der Weißen Rose tatsächlich getippt worden sind. Diese Schreibmaschine hat Alexander Schmorell von einem Jugendfreund bekommen namens Karl Pötzel. Und dieser Jugendfreund war außerdem mit Miriam David und zu dem Zeitpunkt noch, ohne dass beide einander kannten, auch mit ihrem späteren Mann befreundet. Und auch in diesen Wegen ist mir dann klar geworden, und ich bin dem nachgegangen, weil Frau Rauch mir die Information gab, das lag ja eigentlich nahe, ihre Mutter und ihr Vater, so hatte sie es von Karl Pötzel erfahren, die Philosophievorlesung von Kurt Huber besucht hatten. Vorlesungen, die natürlich mit Kolleggeld verbunden waren. Deswegen kann man annehmen, bei diesem Typus Studentin, dass sie auch tatsächlich dort gewesen ist. Und das sagt wiederum, dass wahrscheinlich Miriam David aus allen anderen Kreisen die einzige im wörtlichen Sinne Zeugin der Ereignisse am 18. Februar 1943 im Lichthof der Münchner Universität gewesen ist. Und es spricht sehr, sehr vieles dafür, dass sie natürlich als couragierte Frau auch dieses Flugblatt mitgenommen hat, das zu Tausenden ausgelegt war und dann der Rest in den Lichthof heruntergeworfen wurde. Und interessanterweise ist auch das bis heute überhaupt nicht Thema gewesen, aber der zweite Senat des Volksgerichtshofes, der dann hier in Potsdam am 12. Dezember 1944 in einem abgetrennten Verfahren gegen Miriam David verhandelt hat, hat genau diesen Punkt ins Zentrum gestellt. Es ging immer um die Frage, so hatte es eine mitverfolgte Studentin wohl, wie sie später sagte, war ihr der Name Miriam David rausgerutscht und sie hatte dargestellt, dass Hans Leipelt Miriam dieses Flugblatt gegeben hatte, das er abgetippt hatte und es aber schnell zurückgab. Diese Version ist ein weiterer Grund dafür, warum man einfach ihren Spuren nicht weiter nachgegangen ist. Sich zu überlegen, dass das vielleicht nicht stimmen konnte, lag offensichtlich nicht nahe. Aber in diesem Prozess, und das Urteil hat sich erhalten, kann man in dieser Begründung genau nachvollziehen, was in München damals abgelaufen ist. Und da wir leider keine Originalquellen der Vernehmungsprotokolle haben, anders als bei den Geschwistern Scholl oder Alexander Schmorell, ist es hier interessant, dass der Senat eigens darauf hinwies, dass in der Verhandlung hier in Potsdam die Einlassungen von Hans Leipelt
vom November 1943 nach seiner Verhaftung in dieser Frage verlesen wurden. Und aus diesen Angaben heraus wird deutlich, wie sehr Hans Leipelt darauf bedacht war, alle anderen in jeglicher nur möglichen Form zu schützen. Und es spricht eigentlich alles dafür, dass diese Version, die tatsächlich kommuniziert worden ist in den Nachkriegsjahren, im Grunde genommen eine Schutzbehauptung gewesen ist zugunsten von Miriam David, weil Hans Leipelt immer wieder betont hat, er könne sich einfach nicht erinnern, von wem er dieses Flugblatt bekommen hatte. Also auch hier gibt es noch einiges an Aufklärung zu tun, um, wie ich meine, diesen Menschen ein bisschen mehr zuteil werden zu lassen, als bis heute geschehen. Ein weiteres Beispiel zu diesen fürchterlichen Monaten, auch in der letzten Phase dieses Krieges. Sie sehen, das muss man nicht lesen, aber wie akribisch selbst Ende 1944 und auch noch dann in den ersten Monaten im Folgejahr, wie akribisch Beamte Dinge niedergeschrieben haben, auf die Minute genau, wann, wo ein Zug, den man noch gar nicht kannte, der ja auch nicht komfortabel war, das war kein ICE, sondern schlafen auf nacktem, auf dem Boden, keine Versorgung und das eben über längere Zeiträume. Und Sie sehen im Januar, das ist jetzt ein Schreibfehler, das muss natürlich 45 heißen, war diese Reise hier zurück in das für sie vorbestimmte Frauengefängnis Aichach ja fast ein ganzer Monat. Ein paar Eindrücke zu diesem besonderen Prozess hier in Potsdam. Ausgangspunkt war natürlich die Anklageschrift Hans Leipelt und andere, unter anderem Miriam David. Aber genau wie auch in Donauwörth oder bei den ersten Weiße-Rose-Prozessen, das handgeschriebene Protokoll des Berichterstatters und das Wichtige hier ist, dass der Vertreter des Oberreichsanwaltes, Dr. Bach, seinen Antrag verschärfte. Nicht die ursprünglich noch 1944 in der ursprünglichen Anklageschrift gegen alle Beteiligten geforderten 2 Jahre, sondern 5 Jahre. Und dieses erkläre ich mir damit, dass eben die Geschichte um woher kam das Flugblatt für ihn ein ganz wesentlicher Punkt war, über den er zusätzlich zu den Hinweisen wahrscheinlich möglicherweise auch noch Vernehmungen geführt hat, denn nur das erklärt eine doch immerhin drastische Antragserhöhung. Und es ist wiederum die Frage, woher kam das Flugblatt, der dazu geführt hat, dass der Senat unter seinem Vorsitzenden Dr. Wilhelm Krone, wie in einem rechtsstaatlichen Verfahren könnte man meinen, in dubio pro reo, zugunsten von Miriam David entschieden hat, eindeutig begründet, es sei nicht mehr zu klären, ob sie, Miriam David, das Flugblatt originär besessen habe und es weiterverbreitet habe oder ob sie es von Hans Leipelt bekommen hat. Und so ist dann tatsächlich im Ergebnis das Urteil 2 Jahre und Zuchthaus und Ehrverlust. Ehrverlust ja immer sehr, sehr wichtig. Sie wissen vielleicht, damit verbunden ist das ist nicht nur ein Phänomen während des Nationalsozialismus, es galt auch in der Nachkriegszeit noch weiter, dass sie, wenn Ehrverlust als Nebenstrafe angeordnet wird, ihnen das Wahlrecht für diese Zeit entzogen wird, also die an die Staatsbürgerschaft einer Person geknüpften Rechte. Das Letzte, was der Oberreichsanwalt dann bei seinem natürlich auch wieder bürokratisch ausgefertigten Ersuchen an den Anstaltsleiter Freiherr von Reitzenstein in Aichach geschrieben hat,
ausdrücklich in den Bemerkungen, dass es sich bei Miriam David nicht um eine Gestrauchelte handele, sondern um eine politisch Verurteilte. Man muss sich das mal vorstellen, da ist so ein Staatsanwalt in der Phase des Zweiten Weltkrieges noch dazu am Schreibtisch in der Lage zu unterscheiden, wem er etwas antut. Einem Gestrauchelten, einer Gestrauchelten oder einer politisch Verurteilten. Es entzieht sich wirklich meiner absoluten Vorstellungskraft, wie so etwas überhaupt die Gedankengänge von Verantwortung tragenden Akademikern bestimmt haben kann. Und dieses berühmte, berüchtigte Eichach, von dem übrigens auch sehr viele Deportationszüge in den Osten schon abgegangen waren. Hier muss auch wie alle anderen Estaten Miriam nochmal einen Lebenslauf für diesen Anstaltsleiter schreiben. Und es hat mich auch wieder sehr berührt. Es hat mich erstaunt, wie wirklich mit Bedacht sie ihre Worte gewählt hat in dieser Zwickmühle zwischen darf die Dinge nicht verschärfen, ich darf sie aber auch nicht ganz verschweigen. Und diese Formulierung am Ende, ich werde künftig mit Bedacht jede Straftat vermeiden, sagt für mich, wenn es sein muss, hätte ich es wieder getan. Denn wenn jemand etwas mit Bedacht tut, dann ist es auch sein innerster Wille. Und auch der Zusatz, meine Verwandten haben mir verziehen. Ich meine, ich habe ihnen erläutert, wie es um die Verwandten stand und wer die Verwandten waren, aber dass es ihr wichtig war, dass diese Menschen, die in ihrer Wertewelt den höheren Rang hatten, dass sie ihnen ihr verziehen haben, ist auch eine wichtige Aussage. Und das erwartete sie in Eichach, ist auch bis heute, man hat immer so die Vorstellung, das war dann ein Zuchthaus und da saß man eben in der Zelle, hatte keine Freiheit und hoffte auf das Ende des Krieges. Es ist dann noch über Ravensbrück hinaus und davor hat sie vielleicht letztlich ihre Typhuserkrankung geschützt. Hier hat sie wirklich unter krankheitsschaffenden Bedingungen noch einmal arbeiten müssen. Und ich habe Ihnen ganz kurz erklärt in dem Sternchenzusatz, ich war natürlich verblüfft, ich hatte keine Ahnung, was ist Tri, dass sie als Chemikerin um all diese Dinge Bescheid wusste und natürlich während sie dazu gezwungen wurde, genau wusste, was mit ihr dort und mit den anderen zur Zwangsarbeit eingesetzten Frauen passierte. Das ist ja eine zusätzliche Last. Aber, und da bin ich wieder bei diesem Punkt, als es darum ging, und das hat sie erläutert natürlich in den Anträgen, die in den Jahren während des Kampfes um ihre Rente, es hat niemanden interessiert, wenn man das Ergebnis sieht. Aber es erklärt vielleicht ein bisschen besser ihre letzten, auch sehr qualvollen Lebensjahre mit einer schweren Krebserkrankung, die natürlich niemand Offizielles auf die Haftzeit hätte zurückführen wollen. Aber ich denke, dass diese Zusammenhänge, wie auch bei anderen, eigentlich gar keine besonderen Gutachten mehr brauchen. Hier in Eichach, und das ist dann wieder die letzte Linie, die sich noch einmal kreuzen, ist Miriam David dann von Maria Leipelt, der überlebenden Schwester von Hans Leipelt, gefunden worden. Und sie war noch deutlich jünger, sie war genau zu sein 7 Jahre jünger als Miriam David, also quasi noch eine Schülerin, als sie verhaftet wurde. Sie wurde in Bayreuth befreit und hat sich geschworen, sich sofort in den Dienst für die anderen Menschen einzureihen, sprach kein Wort Deutsch mehr und erwartete auch von anderen, mit ihr Englisch zu sprechen, weil sie nicht mehr es unter Deutschen aushielt. Und die Arbeit für die UNRWA war
ich habe sie inzwischen im weiteren Umfang dokumentieren können, ein ganz wesentlicher Beitrag dieser selbst so geschundenen Frau unmittelbar nach ihrer Befreiung. Und auch dieses Verhältnis hat mich noch einmal darauf gebracht, mir vorzustellen, wie eng eigentlich der Austausch zwischen Hans Leipelt und Miriam David gewesen sein muss. Denn der Gefängnispfarrer, der ihn auch in seiner Todesstunde begleitet hatte, hat den Abschiedsbrief an Schwester Maria von Hans Leipelt herausgeschmuggelt. Und dieser Pfarrer, Dr. Karl Alt, hat dann Miriam David in München ausfindig gemacht und hat ihr eine Abschrift geschickt, weil er vermutete, dass sie im Kontakt stehen könnte mit der Schwester von Hans Leipelt. Wenn selbst der Gefängnispfarrer solche Kenntnisse hatte, dann dürfen wir, glaube ich, zu Recht annehmen, dass die Verbindung immerhin von zwei Menschen, die dasselbe Familienschicksal teilten, doch sehr viel wirkungsvoller war als bis heute angenommen. Das ist das Bild, das erste Bild, was ich in einem Archiv in München fand, das unmittelbar in den ersten Monaten nach ihrer Befreiung aufgenommen worden ist. Und wenn Sie noch mal an den Anfang zurückdenken, als ich Ihnen sagte, wie es mir ging, als ich dieses Kindesfoto sah, dann habe ich das so für mich in eine Verbindung gebracht und es hat mir diese Frau vielleicht noch ein Stück näher gebracht und meinen Respekt vor ihrem Lebenslauf. Das Entscheidende hier ist jedoch, und dieses Dokument ist, wie gesagt, Sie gehören jetzt wahrscheinlich neben mir zu den Einzigen, die es mit Bewusstsein zur Kenntnis nehmen, schon 1946 wurde offiziell aufgrund der aufgeklärten Zusammenhänge mit diesen vielen Erhebungen die Beteiligung von Miriam David an der Weißen Rose festgestellt. Doch gleichzeitig mit dieser Dokumentation war sie auch schon vergessen. Und das ist das letzte ganz Besondere in der Geschichte von Miriam David und ihrer Verfolgung im Nationalsozialismus. Sie erinnern sich vielleicht, Mitte der 80er Jahre gab es von Michael Verhoeven den Spielfilm Die Weiße Rose. Und dieser Spielfilm endete mit der zu Recht provozierenden Äußerungen, dass die Urteile des Volksgerichtshofes noch Mitte der 80er Jahre Gültigkeit besäßen. Das hat dann doch in der Bundesrepublik Deutschland einiges an Befassung und Aufruhr gebracht, auch in den Institutionen, sodass es dann zu einer Resolution im Deutschen Bundestag kam. Interessanterweise ist es, und das ist die andere Seite aus der Welt der Juristerei, dass tatsächlich 1954 die Staatsanwaltschaft München I in ordentlicher Form aufgrund der Heranziehung des Gesetzes über die Wiedergutmachung das Urteil des Volksgerichtshofes aufgehoben hat. Es muss wiederum dieser ungeheuren Frau zu verdanken sein, dass es dazu gekommen ist, dass sie nicht locker gelassen hat, weil ich weiß aus anderen Verfahren, natürlich sich viele Gutachter immer darauf zurückzogen, naja, im Strafregister steht aber die Verurteilung vom Volksgerichtshof und wie sollen wir eine Entschädigung, eine Haftentschädigung beispielsweise bewilligen, wenn doch das Urteil besteht. Und so drehten sich viele, darunter auch die noch lebende 103-jährige Traute Laffrenz, die zu dem Weiße Rose-Kreis in München und Hamburg gehörte, die Dokumente belegen es. Man drehte sich im Kreise und am Ende war man wieder am Anfang. Diesen Kreis hat Miriam David durchbrochen. Und sie hat es geschafft, dass sie schon 1952 hatte sie sich verlobt mit Reinhold Reiter
Und auch in diesem Kontext wird es ihr wichtig gewesen sein, dass sie nicht mit einem Urteil leben musste, das ein Unrechtsregime erlassen hatte, ein politisches Urteil. Sie erinnern sich, gerecht, lauter, aufrecht, die Schlüsselbegriffe, die ich dieser Frau abgeleitet von den Grabsteininschriften zuordne. Und insoweit ist auch dieses Dokument etwas sehr Besonderes, und es freut mich, in der Erinnerung an Miriam David auch Ihnen und allen weiteren Zuhörern doch sagen zu können, dass diese Vorstrafe sie nicht mit ins Grab genommen hat. Und das ist das Stichwort für den Abschluss. Ich durfte mit der Familie Rauch auch vor gar nicht allzu langer Zeit das Grab von Miriam David besuchen. Und was mich auch hier sehr beeindruckt hat, diese Skulptur, die Sie hier sehen, eine schmiedeeiserne Arbeit, hat ihr Mann für seine verstorbene Frau entworfen. Und hier sind für mich mit dem Alpha und Omega und dem Davidstern eigentlich haben die Welten, die so geschunden waren, für diese Verstorbene wieder zusammengefunden. Und es ist auch ein Zeichen für die Wurzeln von Miriam David. Und ich schließe daraus, dass, auch wenn es uns nicht überliefert ist, aber dass vielleicht doch diese Zweisamkeit von Reinhold Reiter und Miriam David es ihr geschenkt haben, ermöglicht haben, wenigstens ihrem Mann so ins Vertrauen zu bringen, nach all dem, was sie erlebt hatte, dass diese Aussage am Ende im übertragenen Sinne daraus wachsen konnte. Und seit 2017, seitdem wir uns an der Anlass, durch den wir einander kennengelernt haben, ist die Tatsache, dass doch München Miriam David eine Straße nach ihr benannt hat. Und ich habe zum Abschluss dieses Zitat von Ihnen, Frau Rauch, was Sie damals einem Journalisten erzählt haben, hier aufgenommen, weil ich das ganz großartig finde, dass Sie uns auf diese Weise auch nochmal ein Bild Ihrer Mutter vermitteln, dass, auf das man gar nicht so schnell kommen könnte, wenn man sich vorstellt, wie sehr sie gelitten hat. Aber dass sie in der Lage war, bei all dem anderen, was sie nicht mehr konnte, Ihnen eine solche Lebensbotschaft zu geben und vielleicht auch ein bisschen an uns, freut mich einfach. Vielen Dank. So, jetzt habe ich Sie erschlagen und Sie haben keine Fragen, aber ich glaube, Sie haben Fragen. Liebe Frau Bottin, herzlichen Dank für den exzellenten und sehr bewegenden Vortrag, dafür, dass Sie auch Ihre Erinnerungen an die Aufarbeitung der Geschichte von Miriam David und diese vielen Fotos und Dokumente mit uns geteilt haben. Meine Damen und Herren, Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und ich würde mich auch mal nach hinten begeben zu meinem Kollegen und gucken, ob aus dem Internet auch Fragen zu uns herüberkommen. Hier ist eine Frage, ja. Ich würde etwas gerne noch etwas mehr erfahren. Wie hat sie gedacht auch? Also wie kam sie überhaupt so in Berührung zu dem Widerstand? Wie war so ihre Einstellung zum Regime? Kann man dazu noch etwas berichten? Naja, also dass sie das Regime vom ersten Tage an, als das eingeordnet hat, was es war, davon kann man sicherlich ausgehen. Und die Tatsache, es klingt auch zunächst vielleicht nicht so aufklärend, aber ich erwähnte, dass Mutter und Tochter diese Zeitschrift Hochland lasen. Das Hochland stand eben oder wurde gelesen in Haushalten, im katholischen Milieu natürlich, die
kritisch standen von Anfang an. Darüber hat es eigene Untersuchungen dann später gegeben. Und so wie ihr Herausgeber, und so waren natürlich auch die Themenauswahl in dieser Kulturzeitschrift mit durchaus politischem Anspruch, immerhin hat diese Beschäftigung ja auch zur Stärkung des Widerstandsgedankens bei Hans Scholl, bei Sophie Scholl geführt. Es muss also über diesen Weg der eigenen, sich selbst einen Weg suchenden Gegenwelt, muss es gestartet sein aus meiner Sicht. Und das, der nächste Schritt, und deswegen sind ja nicht umsonst auch die sogenannte entartete Literatur, die verbotene Literatur angeführt worden. Das spielte eine ganz große Rolle, und hier hatte eben auch Hans Leipelt einen sehr, sehr intensiven, aufklärenden Impetus, und ich gehe davon aus, dass das auch in den Gesprächen mit Miriam David eine große Rolle gespielt hat. Ich würde jetzt nicht von vornherein sagen, dass die beispielsweise Thomas Mann sicherlich, aber Bert Brecht gesucht hätte. Also da sieht man schon, wie der gemeinsame Austausch, die Diskussionen, das Miteinander sprechen, das sind ja diese Bilder der Diskussions- und Leseabende, wie wir sie immer wieder in oppositionellen Kreisen finden, dass die einen sehr, sehr wesentlichen Einfluss hatten. Aber das Entscheidende, ich meine, stellen Sie sich bitte mal vor, ein Großteil Ihrer Familie wird von jetzt auf gleich zu Unmenschen erklärt und nach aus dem Leben getrieben. So möchte ich es mal, auch eine Flucht ist ja etwas, was nur äußerlich zunächst mal das Leben rettet. Wer das in dieser Intensität erlebt hat, wie Miriam David, wie mir das erst jetzt bewusst geworden ist, durch diese enge Verbindung, die sie ja eben auch mit ihrer Mutter zu Holland hatte, ist ja nicht abgerissen mit den Schritten ins Exil, das muss dazu geführt haben, dass sie versucht hat, mit ihren wenigen Möglichkeiten überhaupt auch etwas zu tun. Und dass das dann im Zusammenhang gerade mit dem ähnlich geprägten Hans Leipelt nochmal auf einen gemeinsamen Boden gefallen ist, davon kann man sicherlich ausgehen. Vielen Dank, Frau Bottin. Sind weitere Fragen? Dann würde ich gerne zwei Fragen formulieren. Ja, bitte. Und zwar würde mich interessieren, wie Sie denn eigentlich auf Miriam David gestoßen sind. Sie haben ja ausgeführt, dass diese Straße in München erst 2017 nach ihr benannt ist, aber Sie haben ja sich schon viel früher auch mit der Geschichte der Weißen Rose beschäftigt. Das ist meine eine Frage. Und die andere ist, was können Sie uns denn an Literatur oder an Filmen empfehlen über die Weiße Rose, weil Sie ja schon ausgeführt haben, dass ja manche Bücher namensprägend waren, wie das Buch von der einen Schwester der Scholl-Geschwister und andere Filme ja doch so viel auch im Hinblick auf Justizaufarbeitung ausgelöst haben. Also was könnten Sie uns empfehlen aus der Flut der Literatur und auch der Dokumentation? Ja, also zu Ihrer ersten Frage, der Name Miriam David ist mir seit 1984 ein Begriff, und zwar als ich nach meinem Studium anfing, von meinem akademischen Lehrer ein Doktorthema bekam, nämlich nach den Rechts- und Staatsvorstellungen in der Weißen Rose zu suchen. Und das war im Grunde genommen so eine Art Auslöser. Ich habe die Dissertation nicht abgeschlossen, aus dem einfachen Grund, weil ich mit jeder neuen Suche und dem Finden von Menschen der Meinung war, dass ich das nicht in einer Dissertation annähernd vermitteln könnte, vom Stil angefangen. Das ist immer noch wichtig, aber dann ist es natürlich klar, dass man sich Prozesse ansieht
Und nicht nur die ersten, sondern mir war damals schon bekannt, also es gab die drei Prozesse in München, dann den Prozess gegen Hans Leipelt in Donauwörth. Und im April 1945, am 17., 19. und 20. April, reiste wiederum der erste Senat des Volksgerichtshofes nach Hamburg und verhandelte gegen die Mitverfolgten von Leipelt dort. Jedenfalls die noch in Hamburg waren. Einige waren schon befreit, aber zu dieser Absurdität kam es auch noch und es wurde erneut ein Todesurteil gefällt, das nicht mehr vollstreckt wurde. Und dann galt natürlich mein Interesse, warum fand ich Miriam David in der Anklageschrift für Hans Leipelt, aber sie tauchte nicht mehr auf. Und so ergab sich das eine zum nächsten. Aber in der Tat, dass Miriam David eine Tochter hatte oder hat, das ist erst wirklich durch die Namensgebung mir so bewusst geworden und so ist auch der Kontakt entstanden. Die zweite Frage, also es gibt in der Tat nahezu nichts über den Komplex, der mit Hans Leipelt beginnt und Miriam David umfasst und auch dann die Hamburger Zusammenhänge. Ende nächsten Jahres, hopefully mein Buch darüber, was mich schon viele Jahre beschäftigt, aber Sie sehen vielleicht auch an diesem Beispiel und bei einer so schwierigen Quellenlage, dass es braucht lange. So, aus diesem ganzen Spektrum der anderen, der Bücher und Filme zu den Initiatoren. Ich würde Ihnen beispielsweise die Briefe und Aufzeichnungen von Willi Graf empfehlen, die nach denen der Geschwister Scholl, aber bewusst nehme ich diesen Band, von seiner Schwester herausgegeben worden sind, Mitte der 80er Jahre, im Fischer Verlag. Und da wird vieles von der katholischen Prägung im Falle von Willi Graf deutlich, was ich im übertragenen Sinne auch für Miriam David in dieser ganzen Grundmoralität, die dahinter steckt und Konsequenz durchaus für vergleichbar halte. Und ich erwähnte die St. Ursula-Kirche in Schwabing. Als Alexander Schmorell zur Fahndung ausgeschrieben war im Februar 43, hatte er sich vorher noch mit Willi Graf getroffen, um zu besprechen am 18. Februar, was sie nun tun sollten nach der Verhaftung ihrer Freunde. Und dieses Treffen, dieses so hochgefährliche Treffen, fand in dieser Kirche statt, also praktisch um die Ecke von Miriam David. Und zwar deswegen, weil in der Zeit, als Willi Graf in München lebte als Student für etwa ein Jahr, auch diese Kirche es war, die sein Rückzugsort wurde. Und ich habe mir so einen Moment mal vorgestellt, wenn die beiden doch nur gewusst hätten, dass 100 Meter weiter Miriam David wohnt, dann hätten sie zunächst einmal für einen Moment einen Unterschlupf für Alexander Schmorell gefunden. Denn das Tragische ist, er war ja eine ganze Reihe von Tagen auf der Flucht und ist dann ergriffen worden, eigentlich, weil er ist zurückgekommen nach München und die Friedrichstraße durchläuft sozusagen, damals hieß es, den Schönerer Platz. Das sind auch alles fußläufig von 100 Metern. Und dort hatte er eine bekannte Kommilitonin und er hatte nichts mehr. Und dann kam ein Fliegeralarm und um sie überhaupt zu erreichen, ist er in den Luftschutzkeller dieses Hauses gegangen. Und diese Frau hat ihn an die Gestapo verraten. Und auch wieder das Paradoxe im Grunde in Rufweite zu Miriam David. So, also Willi Grafs Brief und Aufzeichnungen. Filmisch, also es gibt natürlich viele wichtige Untersuchungen. Wenn man sich mit Sophie Scholl beschäftigen möchte, empfehle ich, es klingt fast wie das Finke-Buch, das kurze Leben der Sophie Scholl. Das ist lange schon erschienen, aber eines der ersten, was auch einen sehr persönlichen Zugang zu dieser jungen Frau geschaffen hat, den ich für zeitlos und alterslos in der Lektüre halte.
Tja, das ist so schwierig. Also ich würde auch heute immer noch als Einstieg Inga Scholz, die Weiße Rose von 1952, immerhin, ich glaube, in 18 Sprachen übersetzt. Also bevor man sich darüber aufregt, sollte man es gelesen haben, denn es ist ein, für sich genommen schon ein Dokument der Zeit, ganz, ganz klar. Vielen Dank für diese Literaturhinweise, Frau Bottin. Und ja, ich hoffe, dass Sie schnell mit Ihrem Buch fertig werden und vielleicht ergreifen Sie ja auch die Gelegenheit und kommen mit dem fertigen Buch nach Potsdam und stellen es hier vor, vielleicht im Kreise. Eine auch schöne Aussicht. Ihnen. Ja, ich lade Sie herzlich dazu ein. Vielen herzlichen Dank für den Vortrag und die anschließende Beantwortung der Fragen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Danke.